Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Days Gone. Ja, das Spiel hat nicht so gespeichert, wie ich gedacht habe. Wir dürfen jetzt hier nochmal... Ganz genau, geht weiter. Aber andere Camps angreifen? Mann, das ist heftig. Bring mir was zu essen mit. Ja, okay. Auf jeden Fall müssen wir es nochmal machen. Komm schon, du verdammtes Scheißteil. Ja, das sollte klappen. Jetzt muss ich zu Sarah. Sarah, Lieutenant Whittaker, kommen. Verdammt. Halt durch, ich komme. Ja. Wir waren ja schon so weit. Bei ihr. Ja. Keine Ahnung. Kannst du das nicht, was auch immer du da tust, draußen machen? Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Ja, tja, scheiß auf seine Befehle. Hey, nicht so vorlaut. Die Dinge ändern sich hier und wer seine Befehle nicht befolgt... Sind wir sicher? Alles klar, die Luft ist rein. Okay. Was ist der Plan? Du musst deine Sachen packen, wir gehen. Wie sollen wir hier rauskommen? Es sind überall Wachen. Vertraust du mir? O'Brien? Sure. Wir steigen jetzt auf den Gipfel und wir haben nur einen Versuch. Verstanden. O'Brien, Ende. Wer ist O'Brien? Wo gehen wir hin? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Hast du alles? Wir kommen nicht zurück. Ich bin fertig. Gehen okay, bleib bei mir. Und wenn uns jemand sieht... Nein. Falls du den Zettel nicht gelesen hast... Wer ist O'Brien? Wie bringt er uns hier raus? Wie gesagt, über ihn habe ich dich gefunden. Er war einer der Nero-Leute in dieser Nacht, als ich dich in den Heli gesetzt habe. Nero? Ja, ich weiß. Oh, Scheiße, Weaver. Nein, 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 den da. Den Kanister. Genau. Private, hören Sie überhaupt zu? Konzentration, Mann! Der Kanister, der da! Hoch! Und ich will ihn nicht umfallen sehen. Er hat uns freigelassen, Weaver, Mann. Scheiße, mehr Wachen. Okay, warte. Hey, komm schon. Gehen wir außen rum. Okay. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, der hierher... Ja, hör zu, das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich's dir. Sie fliegen also noch? Dann haben die bestimmt Ressourcen, Labore, Ausrüstung. Keine Ahnung, hör zu, also die haben sicher was. Frag am besten O'Brien, wenn du ihn siehst. Noch eine Wache. Warte, ich lenk sie ab. Sei vorsichtig. Soldat, was machen Sie da? Tut mir leid, Ma'am. Hier ist Sperrgebiet. Sie widersprechen Ihrem Offizier? Wissen Sie, was Sie bei Befehlsverweigerung erwarten? Hey, was? Gut. Ja, da ist noch der eine doch Wache. Ganz nett. Ich muss sie irgendwie weglocken. Sei vorsichtig. Okay. Ich dachte, weglocken. Gut gemacht. Komm schon, wir sind fast da. Ich freue mich schon auf Mose. Du willst mit mir nach Lost Lake kommen? Aber ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Tun wir auch, aber ich will ihn sehen. Er ist wie ein Bruder. Ist ja nicht so, als hätten wir noch viel Familie. Verstehst du? Wer ist da? Soldat, kommen Sie her. Das ist Sperrgebiet. War das ein Widerspruch, Soldat? Sehen Sie meinen Rang? Wenn ich will, kann ich Sie vors Kriegsgericht bringen, wegen Ungehorsams Befehlsverweigerung. Hey, was? Gute Arbeit. Ja, wir sind ein gutes Team. Ich sehe Tageslicht. Komm schon, wir sind gleich draußen. Ja, okay, das war's. Wir sind oben. Okay.
Dann nix wie weg. Geschafft. Okay. Wir haben es geschafft. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er, Brian? Kommt gleich. Er kommt gleich. Wir müssen nur... Meine Herren, dies ist der Gipfel des Berges. Beachten Sie die wunderbare Aussicht. Oh, Lieutenant. Ich zeige unseren neuen Rekruten hier gerade die Insel. Wir wollten gerade runter in die Arche. Kommen Sie doch mit. Meine Herren, das ist Lieutenant Whittaker. Sie leitet den Teil des Forschungsteams, das den Einsatz von Gift gegen unsere Feinde untersucht. Ach du Scheiße. Verräter! Der Arsch steht noch. Hey, hey, nein! Nein, zurück! Oh, yeah. Sagen, hören Sie nicht auf Sie. Er ist ein Mörder und ein Spion. Warum sollten Sie ihn mehr glauben als mir? Sie kennen mich, Matt. Iron Mike, der Anführer des Camps Lost Lake, hat ihn geschickt. Das ist völliger Schwachsinn. Verstehen Sie? Ich kenne dieses Arschloch nicht mehr. Colonel, Sie müssen mir glauben. Es reicht! Okay. Ich höre. Ich schwöre Ihnen, er ist ein Spion. Doch, Matt, der Kerl ist verrückt. Sie kennen ihn doch gar nicht. Er taucht hier einfach so auf und Sie wollen aus welchem Camp soll ich deiner Meinung nach kommen? Sie glauben, ich lüge? Ist es das? Ich lüge nicht. Er soll seinen Rücken zeigen. Was? Ha? Zeigen Sie Ihren Rücken! Was reicht jetzt? Das ist die letzte Warnung. Wir werden der Sache jetzt auf den Grund gehen. So ein Arsch. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Mist. Wir hätten ihn erschießen sollen. Umbringen sollen. Captain Khoury, sagen Sie, ist das das 8. oder 9. Gebot? Ich weiß es nicht genau, Sir. Sagen Sie, was Sie wissen. Keine Lügen, Sohn. Ich merke das. Im Lost Lake Camp hatte er eine Frau angegriffen. Was zur Hölle redest du? Corporal! Er hatte dabei kein Hemd an. Der Mistkerl hat eine Tätowierung auf seinem Rücken. Was Satanisches. Eine Art Hund, ein toter Hund, der sich durch eine Kette beißt, als wäre sie aus Butter. Ich zog ihn von ihr weg. Er war betrunken und wehrte sich. Aber wer weiß, was ohne mich noch passiert wäre. Er soll seinen Rücken zeigen. Und dann sehen wir, wer ein verdammter Lügner ist. Tut mir leid, Colonel. Die Scheiße ist einfach sowas von... Umdrehen. Sie tragen ein Bildnis des Cerberus. Dem Hund des Hades. Wie passend, dass man sie entdeckte, als sie der Unterwelt entstiegen. Aber sie sind nicht Cerberus, nicht wahr? Deacon St. John. Sie verbergen sich hinter heiligen Namen. Ich habe niemandem was getan. Die Wahrheit ist, er wurde aus dem Camp geworfen. Hören Sie mir zu! Was ist mit Ihnen, Lieutenant? Wie praktisch, dass Sie bei dem Drifter waren, als der Nero-Helikopter vorbeikam. Colonel, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie waren in einem Nero-Camp, das überrannt wurde. Wie lange spionieren Sie schon? Wie lange? Matt, ich schwöre, ich habe nicht... Mehr Lügen! Das erwarte ich von Driftern. Von Typen wie ihm erwarte ich, dass sie mich betrügen. Aber ein Offizier... Colonel... Ich war's! Ich war's! Colonel, ich hab gelogen. Sehen Sie in meiner Tasche, da ist das Funkgerät drin. Ich hab sie angefunkt. Und ich hab sie angelogen. Ich belog den Lieutenant. Ich sagte, dass ich Hilfe bräuchte, um was zu überprüfen. Die Wahrheit ist, ich wollte nur eine Geisel. Deacon St. John, Drifter, bist du da? Hier ist Nero, hier ist O'Brien, Drifter. Tut mir leid. Corporal St. John ist nicht verfügbar. Moment. Wer ist da? Manchmal wird bei der Suche nach der Wahrheit das Blut Unschuldige vergossen. Verzeihung, meine Liebe.
Entlast Private Sarkozy, stimmt das? Ja. Und Curry, sperren Sie den Drifter weg. Morgen um 0700 wird er verurteilt. Und er wird hängen. Lieutenant, das reicht. Wir haben zu tun. So. Erzählen Sie mir doch vom Lost Lake Camp. Ja, Sir. Alles, was Sie wissen wollen. Lieutenant? Bitte. Na los. Aufstehen. Ich hoffe, es nimmt kein trauriges Ende. Oh Mann. Das hier fällt mir ganz und gar nicht. Gut. Ich wusste doch, dass Sie atmen. Leck mich. Das wollte ich hören. Das heißt, Sie sind wieder voll da. Okay, warum? Dieses Tattoo. Ein Hundeschädel und die Kette? Sowas sieht man nicht alle Tage. Ich habe recherchiert. Vor Ihrer Befreiung. Ich wollte das alles verstehen. Das hatte der Lieutenant an sich, als sie ins Camp kam. Ich glaube, das ist ihr. Ja, das stimmt. Und ihre Frau heißt nicht Beth. Nein, heißt sie nicht. Und Sie haben die ganze Zeit nach ihr gesucht? Ja. Sie fragten, warum? Es ist doch ganz einfach. So wie ich das sehe, verdient kein Mann, der auf der Suche nach seiner Lady durch die Hölle geht, durch einen Strick zu sterben. Moment mal. Sie helfen mir? Das bedeutet, dass man sie auch hängen wird. Wir gehen nicht zurück. Der Colonel ist total verrückt. Heiliger Krieg, Genozid. Was soll der Scheiß? Ja, gut. Was ist der Plan? Was haben Sie vor? Wir gehen nach Osten. Ja. Wir wollen bis nach Reno. Sie sollten mitkommen. Nein. Sie können nicht zurück. Die Miliz wird Nein, Sie sofort erschießen. Nein, ich werde nicht ohne Sie gehen. Und ich muss nach Norden. Ich muss Iron Mike warten. Dafür ist es jetzt zu spät. Wieso? Sie haben in der Nacht den St. Hiern Pass geräumt. Was? Ein Konvoi brach früh am Morgen auf Richtung Norden. Oh, scheiße. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mitwollen? Ja, bin ich. Viel Glück für Sie, Deacon St. John. Hey, Curry. Als ich dem Colonel von meiner Militärzeit erzählt habe, sagte ich hätte jede verdammte Minute gehasst, aber vielleicht wäre es nicht so mies gewesen, wenn ich unter Ihnen gedient hätte. Wer weiß. Das kann ja noch kommen. Vielleicht im zweiten Teil? Dass man sich da wieder sieht. Jetzt aber los. Ja. Ja. Alles da. Ich habe gesagt, der Schrotflinte. Okay, ja. Ich muss zurück nach Lost Lake.
Ich muss nach Norden. Ich kann Ursache. Ricky. Iron Mike, aber. Ich kann Sarah nicht retten. Ich kann Sarah nicht retten, aber die anderen. Sarah. Es tut mir leid, Sarah. Es tut mir leid, aber ich werde nicht aufgeben. Ich finde einen Weg. Ich werde dich später holen, ich schwör's. Ich werde dich später holen. Ich muss nach Norden. Über den Santiam Highway. Jetzt geht es. Ja, es ist der schnellste Weg. Ich dachte, ja. Weiter geht's. Eine Zeit für Spaß. Santiam, hier lang, nach Norden. Ein Kontrollpunkt, scheiße. Der war hier vorher noch nicht. Es gibt keinen Weg drumherum. Nützlich sein. Ja. Nimm alles hier mit. Gut. Ja. Sehr gut. Ist Buschlinge. Sehr schön, Munition. Das heißt, der Weg dorthin wird hart.
sonst sowas. Ich brauche Schrott. Gut. Sagen. Wir reparieren das mal. Da geht's. Jetzt habe ich dich. Ich bin getroffen. Ja, komm her. Jetzt bist du tot. Hier bist du ein Sniper. So, ich muss halt. Durch, Bruder. Ich komme. Oh Mann. Und komm ja so nie an. Was ist denn jetzt das hier? Ach ja, ich hab auch eins. Oh. Oh. Benzin kann ich da. Nein. Oder was nicht. Das heißt, es ist eine Mission, wo wir kein Benzin haben. Na
so gut. Spreng ich mir den Weg eben frei. Machen wir sofort. Da lag noch eine Waffe. Also gut. Spreng ich mir den Weg eben frei. Ja, jetzt warte mal. Rechter als meins, oder? Und meins. Keine Ahnung. Haben Sie hier noch Munition für mich gelassen? Ach so. Mhm. Okay, ich verstehe. Fern. Also gut, spreng ich mir den Weg eben frei. Das sollte hinhauen. Und dann wie? Wie? Wie mache ich die Kabum? Schieße ich drauf oder was? Der Tunnel ist frei. Das war die Miliz. Danke, Skizzo. Steig doch mal ab, verdammt! Das wird ein heftiger Kampf. Schon, das ist Hans. Komm schon, ihr Mistkerle! Nimm alles, was du kriegen kannst, mein Junge. Das war jetzt natürlich ein mutiger Schuss. Wenn man es kann, dann kann man es. So, ich würde ja auch mal lesen, was da steht. Ein Bike ist im Weg. Okay.
Knopf. Power in der Arme. Der Wagen rollt immer noch. Boozer, hörst du mich? Kommen! Boozman, bitte kommen! Hinter dir her! Sie versuchen es durch das Tor! Los, los! Soll er kommen, Dick? Soll er kommen? Boozer! Ach, verdammt! Ricky! Lost Lake Camp, kommen! Ricky, Iron Mike, kommen! Scheiße! Dick, du lebst noch! Skizo sagte, du wärst tot! Finde Skizo, verdammt! Sie hauen ab! Sie fliehen! Wir haben sie! Wir haben sie! Wo ist Skizo? Hat jemand Skizo gesehen? Geschafft, Mann! Genau, Kumpel! Ihnen nach! Lasst ihn nicht entkommen! Tötet jeden Einzelnen von ihnen! Wo zum Teufel ist Skizo? Ein paar von uns haben ihn gesucht. Ohne Erfolg! Hey, kommt! Wir müssen los! Keine Sorge! Wir finden dieses Arschloch! Oh, Deke, Gott sei Dank! Komm! Ricky, was ist los? Iron Mike, er wurde angeschossen. Oh nein. Oh nein. Hey, du fauler Mistkerl. Ich wollte fragen, ob wir angeln gehen. Das Camp hat Hunger. Hast du sie gefunden? Gefunden? Deine Lady? Ja, sie ist gleich da draußen. Sie ist hier? Ja. Ja, hörst du es? Das hätte ich nie ohne deine Hilfe geschafft. Sie sehen. Sie muss ja eine tolle Frau sein, alles durchzustehen. Wie meine Elisabeth. Okay, okay. Hier, Mike, hier. Mike, bitte nimm das hier. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich kann. Hier. Vorsicht. Ich sag falsch, Dick. Nein, nein, nein. Wir kriegen das wieder hin, Mike. Wenn du wieder auf deinen Beinen bist, dann machen wir beide... Ich lag falsch. Ich lag falsch. Tu, was du tun musst. Du musst das Camp schützen. Ricky. Ja, ich bin hier, Mike. Ich bin hier. Mike? Mike? Es fällt mir schwer, das zu sagen. Iron Mike ist tot. Er,
Er wollte Skizzo aufhalten, als die Miliz sich zurückzog. Und wie Iron Mike nun mal ist, wollte er mit ihm reden und... Okay. Ja, ich... Ruhe! Gott, verdammt! Das wird keine Rede! Iron Mike würde das nicht wollen! Wir haben keine Zeit dafür, weil... Weil die, die wir heute getötet haben... Es gibt mehr von ihnen! Viel mehr! Ich war in ihrem Camp, ich habe ihre Armee gesehen. Und wenn sie wiederkommen, werden sie jeden Einzelnen hier abschlagen. Zumindest werden sie es versuchen. Es sei denn, wir greifen zuerst an. Hey! Hey, Ruhe! Seid jetzt ruhig! Hört ihm zu! Iron Mike hat ihm vertraut. Also solltet ihr ihm auch vertrauen. Nein, tut mir leid. Hört mal. Ich kann das nicht. Ich bin nicht Iron Mike. Ich bin ein gottverdammter Drifter. Du hast recht. Auf Wiedersehen. Nein, ich werde nicht gehen. Sieh mich an. Hör zu. Okay. Sag Busa, er soll zu meiner Hütte kommen. Okay, also das hier habe ich in einem Bunker gefunden. Warte, ist das... Ja. Wir brauchen einen Truck. Was Großes, sowas wie ein Kipplaster. Und den beladen wir mit, Ammoniumnitrat? Ja. Dazu kommen ein paar hundert Liter Kreosot. Eine riesige Düngerbombe. Das ist dein Plan. Oh mein Gott. Die Miliz hat die gesamte Insel zu einer Festung gemacht. Ich habe die Zivilisten in den Höhlen, du hast die Arbeiter und die, die als ungeeignet für den Dienst am Camp gelten. Und du hast das Waffenlager und die Garnison direkt am Haupttor. Schlagen wir dazu, treffen wir die Miliz direkt ins Herz. Was ist mit Sarah? Na, ich sehe, ist in den Höhlen. Der Colonel nennt es die Arche. Woher weißt du, dass sie nicht einfach alle umbringt? Sarah und all die anderen. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die Explosion wird so viel Verwirrung und Chaos verursachen, dass ich da reinkomme und sie rausbringe, bevor sie was merken. Hör zu, es geht hier nicht mehr nur um Sarah. Der Colonel hat uns allen den Krieg erklärt. Und er hat eine ganze Armee hinter sich. Iron Mike und die anderen sind nur die ersten Opfer in diesem Krieg. Und es wird ein kurzer Krieg, wenn wir nicht zuerst zuschlagen. Ich sag dir nicht, dass es ein guter Plan ist. Nein, es ist ein beschissener Plan. Machst du mit, Bruder? Oh, da bin ich dabei. Okay. Tja, wir werden das nicht allein schaffen. Okay, wenn noch irgendjemand mitmachen will, greift ihr beim Südtor an. Mhm. Denn nach der großen Explosion wird die gesamte Miliz bestimmt zum Haupttor laufen. Mhm. Gut, wir brauchen ein paar Sachen. Ihr habt doch einen Knall. Ja. Ich bin da jetzt ein bisschen sprachlos. Iron Mike ist tot. Ja. Ein Offizier und Gentleman. Ja, das war's erstmal. Jones, du wirst nie erfahren, wie sehr Busa dich vermisst. Okay. Das war's erstmal. Ich muss das erstmal verdauen. Wo ist ein Hund? Deswegen Spielzeug. Deswegen ein Spielzeug.
Süß. Der Knopf ist mal größer als er. Ja, nichtsdestotrotz würde ich den Part jetzt bauen. Bin ein bisschen sprachlos. Schade, Iron Mike ist tot. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Adios.